Jo, was geht ab und willkommen zurück zu Everizers. Everizers. Sorry nochmal für die letzte Folge. Warte mal eben eine Sekunde, ich muss mal was schauen. Okay, passt. So. Ja, sorry für die letzte Folge, die war etwas mega leise vom Commentary. Wie gesagt, ich habe neue Settings ausprobiert und so und wollte mal den etwas ruhigen Kommentarstil wählen. Der glaube ich dann doch nicht so krass ist. Oder schon, aber der ist zu leise, I guess. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie hier hoch. Nur weiß ich nicht wie. Was, wenn wir einen Charakter da nur den blauen benutzen, ne? Ich habe gerade überlegt, was, wenn wir einen Charakter da drauf lassen? Ha, hat irgendwie geklappt, obwohl ich es nicht wirklich wollte, aber ja gut, sie ist automatisch raufgegangen. Ich möchte aber nicht, dass sie sich wegportet, beziehungsweise runterportet, deswegen... wir müssen dann die Scheiße nochmal aktivieren, ne? Ja gut, dann mach ich das nochmal. Dazu müssen wir wieder aufs Rote. Und sie wird wahrscheinlich dadurch dann runterjumpen, oder? Nee, sie ist immer noch drauf, okay. Dann nehme ich mal mich. Ich hoffe, von der Range her passt das. Und alle bleiben auf ihre Positionen. Was befindet sich da drin? Wieder ein Reifring. Reif-Talentring. So, wir gehen auch mal hier rauf. Levi kann jetzt draufhämmern. So. Kommen wir hier rauf? Nein. Hier geht's an sich, glaube ich, gar nicht weiter, oder? Oder geht's da oben weiter? Hä? Ich bin eindeutig lost. Noch ein Zerker und ein Sprössling. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, einen Cut machen, bis ich herausgefunden habe, was wir machen müssen. Aber ich habe es immer noch nicht herausgefunden. Da habe ich mich mal zurückteleportiert, um halt einfach die Sidequest abzugeben, weil die irgendwie hindert uns am Progressen. Hoppla, die ist ja richtig groß, die Oase. Wo sind die Massen, die ich begeistern kann? Auf ins Getümmel. Jaha. Er hatte zwar nur Haha gesagt, aber ich musste dieses Jaha machen. Aber, Stimmung ist komplett im Arsch. Erklärt sich aber auch von selbst. Die Sidequest hier, die versperrt uns den Weg, to be honest. Ja gut, die muss ich halt alle wieder beliefern, ist klar. So, dann gehen wir mal eben die Sidequest hier ab. Nein, Levi, ich will doch gar nicht mit dir reden, Mann. So, ich will mit ihr reden, so. Gut, Grete mal 3 abgeben. Yes. Überlässt mir diese Spukgrete? Dann kann ich jetzt mit den Knochen anfangen. Eigentlich wollte ich ja Malerin werden, aber irgendwie war Zeichnen nichts für mich. Vom Suppe kochen dagegen war ich von Anfang an begeistert und bin so blablabla bis heute, okay. So. Herzsamen erhalten. Mit nur einer Spukrete kann man die verschiedensten Suppen machen. Sie kriegt dann einen Suppenladen oder so. Jetzt habe ich die Zutaten für meine Suppe. Vielleicht sollte ich mich nun hier niederlassen. Aha. So, du kannst jetzt einen Knospenladen für Suppen bauen. Okay. Okay, okay, okay. Oase kann erweitert werden. Da, Ruben hat noch eine Quest für uns. Ach, wisst ihr... Nein, 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 nein. Wisst ihr was? Wir nehmen nichts an. Nein. Wir nehmen nichts an. Wir machen erst diese hässliche Main-Quest. Wobei, ich glaube, dass wir die nicht mal verständigen können. Ich glaube nämlich nicht. Hosni möchte noch mit uns reden. Was will die denn? Hallo, ach, die Welt ist tagsüber so farbenfroh. Beim Höhlenerforschen habe ich einen Sprössling getroffen. Die hat sich sicher über meine Suppe gefreut. Anscheinend sucht sie jemanden... der sehr gut trommeln kann. Ach, diese jungen Leute. Der Trommelfan. Die Suppenliebhaberin soll einem berühmten Trommelkünstler hinterher eilen. Aha. Okay. Ja, whatever. Wir
Wir müssen jetzt zurück in den Dungeon, I guess. Ich hoffe es. Die Oase werden wir mal noch nicht erweitern. So, Aquaportal, yes. Hier wird uns aber nichts mehr angezeigt. Hä? Ist doch im Tiefseefriedhof. Ich bin so lost in space. Wir kommen halt einfach von der Map nicht mehr weiter. Das funktioniert nicht. Da haben wir noch was nicht erkundet. Da könnte es vielleicht weitergehen. Obwohl, war das der Raum, der dunkel war? Ich weiß nicht. Ich werd einfach mal erkunden und dann schauen wir weiter. Ich hab's dann doch gefunden. Ich hätte einfach durch die Tür gehen müssen, durchs Tor. Ich bin, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass ich halt irgendwie hart behindert bin. Maybe. Rex. Kackfisch. Verpiss dich. So, ich will diese Ranke anvisieren. Warte mal, dazu brauche ich aber mich selbst. Ich mach mal den Großen weg, Alter. Der geht ja auf den Sack, Mann. Oder nerv nicht. Danke, so. Geh mal kurz weg. Bam, Junge. So, und dann nochmal da rein. Oh mein Gott, Bruder, der Damage. Ich konnte nichts machen. Ich bin gestunt gewesen. Kann ich ihn einfach so wiederbeleben? Maybe? Nee. Mach mal diesen Power-Orb weg. Fische interessieren mich gerade wenig, to be honest. So, komm mal jetzt her hier. Kann ich dich jetzt auch totschlagen? Hau rein, Alter. So. Du auch ebenfalls. Hauste gepflegt rein. So. Darf ich meine Mates wiederbeleben? Alter, dauert ja nicht nur gefühlt 50 fucking Jahre. Holy shit, so Heilfrucht, let's go. Und noch eine, weil es so schön war. So. Dann hätten wir das auch geklärt hier. Ist nur ein Durchgang? Ja, okay. Das ist nur ein Durchgang, wofür? Für... Wahrscheinlich einfach nur für die Ranke, wahrscheinlich. Okay, so. Kann ich hier durchfetzen? Nee. Brauche ich auch wieder dieses... Keine Ahnung, was für ein Talent das ist. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Den brauchen wir, glaube ich, auch im zweiten Dungeon oder so noch. Ich habe keine Ahnung. Können wir die Augen eigentlich mit Maria von hier anvisieren oder so? Possible? Ja, ich glaube nicht, ne? Ja. Okay. Vergiss es. Da brauchen wir dann was anderes.
Okay, da ist wieder so eine Boss-Truhe. Wahrscheinlich der Key für den Bossraum. Das heißt, wenn ich mich gut anstelle, was ich bezweifle, dann sollten wir diese Folge zum Boss kommen. Aber wie gesagt, das bezweifle ich ein bisschen. So. Chaos Bronzetafel. Bau mal hier ab, Bruder. Okay, so. Ich will es noch nicht aktivieren, weil ich erst gucken will, was es hier noch gibt. So, okay, können wir nicht durch. Kann man da irgendwie hinten rum? Nein. Ich bin mir sicher, wenn wir es aktivieren, öffnet sich einfach sein Mund, weil dahinter war halt eine Tür. Wir müssen es aber aktivieren. Ja, anders kommen wir hier nicht weiter. Nach oben geht's auch nicht. Müssen hier lang. Jetzt bin ich dann mal gespannt. So, was brauchen wir hier? Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir wieder das Schürfeln. Das Schürfeln, Bruder, das Buddeln. Und hier sehe ich mal wieder nichts, Bruder. Es ist hart dunkel. Kann man hier komplett runterfallen? Ja, ist possible. Cool. Wir hauen mal alles kaputt, Levi. Darunter befindet sich... Was ist das hier? So eine halb geöffnete... Ach so, das sah aus wie eine halb geöffnete Tür. Das ist aber eine versiegelte Tür. Eine Bombe. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Da oben kommt man wahrscheinlich einfach so rauf. Warte mal. Braucht man die Bombe für irgendetwas? Vielleicht... Für die Pflanze da hinten? Geht das überhaupt da hoch? Ne, das geht nicht da hoch. Dann maybe für die Tür? Geht das so weit? Ja, aber da passiert nichts. Okay, das müssen wir dann wahrscheinlich von oben machen. Man muss sich wahrscheinlich von oben fallen lassen. Kommen wir da wieder hoch? Nee. Leider nicht. Okay. Hier kommen wir auch nicht hoch. Das heißt, wir müssen weiter. Da ist der Bossraum. Macht aber irgendwie nicht so viel Sinn. Levi machen? Ja, okay. So. Im Raum nebenan scheint sich etwas getan zu haben. Ja gut, wir nehmen aber erstmal diesen Speicherpunkt mit, beziehungsweise Teleportpunkt. So. Wir müssen noch so viel Backtracking machen bei anderen Dungeons, wenn wir wirklich die 100% haben möchten. Ich weiß nicht, wie genau dieses Spiel die 100% rechnet, also die wirklichen 100%, was man alles machen muss. Geh doch einfach hoch. Und dann rutscht man hier einfach runter. Ja gut. Das ist jetzt nicht so cool. Ich dachte, die Tür hätte sich geöffnet. Aber das ist nicht so der Fall. Hier irgendwas gemacht? Ja, die Treppen. Gut, das heißt, das Licht wird wahrscheinlich gleich angehen und dann geht die Tür auf. Das Gerüst bricht ineinander oder so. Irgendwie sowas. Ah. So. Was haben wir denn hier Feines? Kommen wir jetzt unten einfach lang? Beziehungsweise können wir von unten einfach rauf? Das war klar irgendwie so. Oh, die schießen jetzt auf einmal ihre Dingens. Aber wenn man da genug Abstand hält, dann alles gut. So, ich wechsle mal auf Levi. Er haut den da weg. Und dann drücke ich die R-Fähigkeit.
Halt dein Maul. Du wirst jetzt erstmal weggefiegt. Ach Gott, Bruder. Macht der Body Slam? Nein. So. Weg mit dir. Okay, das öffnet die Tür. Müssen wir wahrscheinlich von... von oben? Kommen wir denn darüber? Zur Hölle soll das gehen? Ich glaube, wir müssen uns zurückporten, ne? Deswegen ist ja auch ein Speicherpunkt. Gibt es aber noch einen anderen Weg? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Gut, dann werde ich mich eben zurückporten. Und dann sehen wir uns gleich an der Stelle nochmal wieder. So, Tür ist offen. Wir gehen durch. Und da ist, glaube ich, der letzte Serka. Da scheint irgendwer zu sein. Ein Serka? Aber den habe ich noch nie gesehen. Ein Fake. Hehehe, was für ein gutes Gefühl. Ach, er hat sich mit der Macht der Dunklen wahrscheinlich fusioniert. Alles prima, ich bin in guter Form, in großartiger Form, in Bestform. Okay, der ist crazy. Oder du bist crazy. Hat dir das mal schon jemand gesagt? Oh Gott, Hentai Tentakel, Bruder. Okay. Runtergefallen. Lass uns erstmal weitergehen. Pff, juckt ihn halt null, Alter. Bester Mann, ey, ernsthaft. Warum wird Maria immer getroffen? Ohne Scheiß. Die ist so fucking useless. Sorry, aber sich von allem zu treffen lassen ist schon. Bruder, ey. Das zeugt schon von Inkompetenz. Hoch 10, ey. Erzeugt? Das zeigt. Egal, whatever. Beides dasselbe. Oh, jetzt kommt der Oberchief. Zum Glück habe ich meinen Stun noch. Mach du mal, Bruder. Und hauste rein. So easy game. Müssen wir sie wiederbeleben. Yada, yada, yada. Dann müssen wir uns heilen. Ach du meine Fresse, Bruder. Das ist anstrengend mit diesen kleinen. Das ist anstrengend mit denen. Eieieiei. Nun ja, okay. Ich würde sagen. Warte mal, da ist was gewachsen. Das will ich noch mitnehmen. Was auch immer das ist. Ja, und nichts. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen hier noch einen zweiten Cliffhanger-Cut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst noch um das Supports, come on, Leute. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Evo Aces wieder. Also, macht's gut, ich bin raus. Peace.